Herzlich willkommen bei diesem Jahreshoroskop, Jahr 2019, Anfang 2020 nach indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen die Horoskopen anders. Sie berücksichtigen nämlich die Präzession. Es ist eine präzise Berechnung, übereinstimmt, so wie die Astronomen das auch vermitteln, kann jeder nachprüfen. Aber es ist eine andere Berechnung, andere Ergebnis. Nicht wundern, wenn ich erzähle, wo Sonne, Mond und die Planeten sich bewegen, anderes ist als in westlichen Astrologie. Liebe Niara, ich grüße dich. Das ist dein Jahreshoroskop. Dieses Bild, was hier erscheint, zeigt dein Geburtshoroskop bildhaft dargestellt. Daran ändert sich nichts, weil das vermittelt, zeigt die Sternenhimmel über dir in dem Augenblick, wo du geboren bist, wann du geboren bist. Das ist wie ein Momentaufnahme. Und es ist einzigartig wie ein Fingerabdruck. Das zeigt dein Seelenplan. Also in diesem Bild ändert sich nichts. Die Lebensbereiche, wo Sonne, Mond und die Planeten sich befinden, das sind die wichtigsten Lebensbereiche in dein Leben. Und das ist einmal dein Zuhause, auch die Traditionen, deine Herkunft und immer dieses Gefühl zu haben, ich habe diese Basis, dieses Fundament. Und das heißt auch, auf dich kann man auch bauen, weil du brauchst das selbst und das vermittelst auch für andere. Dann ist wichtiger Lebensbereich Kinder, Kreativität, Lebensfreude, dann Arbeit, Pflichten und Gesundheit. Wichtig ist auch die Partnerschaft, dann auch die ämtlichen Sachen in Ordnung halten oder dich behaupten, zum Beispiel in eine erbschaftliche Lage, bedeutet aber auch Transformation, Loslassen, Erneuerungsprozesse durchführen. Dann ist wichtig Ausland, Bildung, Spiritualität. Dann ist wichtig, dass du deine Ziele erreichst, dass du die Berufung lebst, dass du Anerkennung bekommst. Und ist wichtig, deine Wünsche, deine Hoffnungen und Freundschaften. Wie ich schon sagte, dieses Bild bleibt. Was aber sich ändert, das bist du. Und das heißt, wir bewegen uns alle 7 Jahre auf einen anderen Boden, könnte ich mal so beschreiben. Das sind die 7 Jahre Perioden. Alle 7 Jahre sind anderen Themen wichtig. Haben wir andere Lernaufgaben, bekommen wir andere Eindrücke von Leben. Und das sind die Entwicklungen. Du befindest dich gerade im Krebsperiode. Und das heißt, für dich ist jetzt wichtig Familie, dann ist wichtig dein Zuhause, bist vielleicht manchmal empfindlich und bist im Rückzug, viele Dinge nimmst momentan mit Gefühlen wahr und du kümmerst auch auf deine Seele, auf deine Gefühlen. Zeigt auch eine gewisse Fürsorglichkeit, Mütterlichkeit und das ist jetzt auch ein Hauptthema bei dir. Nicht nur du änderst dich, sondern Sonne, Mond und die Planeten bewegen sie sich auch. Bei Sonnenbewegung muss ich das genau beschreiben, weil Grunde genommen macht die Bewegung nicht die Sonne, sondern unserem Planet Erde. Planet heißt auch übersetzt beweglichen Sterne oder Wandelsterne.
Aber für unsere Wahrnehmung scheint das so zu sein, dass die Bewegung die Sonne macht, und so sprechen wir auch, die Sonne bewegt sich. Und ich starte jetzt April 2019 mit dem letzten Planet unserem Sonnensystem, und das ist Pluto. Pluto befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Im 12. Lebensbereich sind die Geheimnisse und das, was du erforscht gerade. Oder sind Themen wichtig, wie die Ursache an etwas. Du schaust in die Tiefe und du untersuchst es auch. Und Pluto zeigt, wie wichtig das ist. Viele Dinge erkennen. Und auf dem Wesentlichen konzentrieren und in deiner inneren Kraft bleiben. Und wenn das für dich momentan alles zu viel ist, zu hektisch, dann hilft, wenn du immer wieder zurückziehst und die Ruhe bewahrst. Und Pluto zeigt diese inneren Kraft, und das findest in einem Rückzug, in einer meditativen Haltung. Neptun befindet sich im Tierkreiszeichen Wassermann, und das hast du hier im zweiten Lebensbereich. Neptun ist nichts anderes als Poseidon, das Gott des Meeres. Natürlich kann das bedeuten, dass du deine Träume leben kannst und deine Finanzen verbessert sich. Aber das ist so. Das ist nicht zum Greifen. Das ist vielleicht mal Ideen oder ein Traum, aber hier hast du diese Möglichkeit, das im Griff bekommen, dass du deine Finanzen verbessert, dass das traumhaft ausschaut. Wenn du aber daran zweifelst, oder sogar dich auf etwas einlässt, weil andere erzählen dir etwas und vermitteln etwas und das klingt erstmal traumhaft schön und du investierst an etwas, dann kann das auch betrügerisch wirken, diese Neptun-Energie. Nicht, weil Neptun das vermittelt überhaupt, nicht Neptun zeigt, wie wir unserem Träume leben sollen, sondern diese Energie wird oft missbraucht. Also achte auf die Finanzen, achte auf die Verträge auch, dass das niemand ja trügerisch kommt. Und nützt die wahre Energie des Neptuns. Du kannst bei diesem Einfluss deine Finanzen wirklich traumhaft gestalten. Oder wenn du künstlerisch begabt bist, dann Geld damit verdienen. Und das verbessert sich auch die Finanzen. Aber wo beginnen wir? Wir beginnen in uns. Achte auf deinen Werten und verlange Wertschätzung und verinnerliche das auch, dass du wertvoll bist. Dann hast mal eine gute Energie und das hilft auch die Finanzen zum Verbessern, weil energetisch hängt das alles zusammen. Und dann achte drauf, wie kannst du zum Geld kommen, welche Art von Kunst könntest du vermarkten. Und dann die Vorstellung, Neptun ist die Vorstellungskraft. Jetzt hast du die Möglichkeit, das zum Üben. Muss nicht sofort einen großen Betrag vorstellen, was im Augenblick vielleicht unerreichbar ist, sondern was wir wirklich, was glaubhaft ist, dann kannst du das steigern. Aber stell das vor, dass die Finanzen sich verbessern, Monat zu Monat, wie sich das dehnt und kommt da Geldeinfluss. Und das kannst du mit dieser Neptun-Energie verbessern. Vorausgesetzt ist, dass du daran glaubst. Uranus bringt Umbrüche und Veränderungen. Oft kommt das plötzlich unerwartet
Uranus bewegt sich immer wieder. Die Mondknoten nehme ich da raus. Das brauche ich, die Karten. Also hier ist Uranus und das zeigt wohnliche Veränderung. Saturn ist der Planet der Schicksal und belehrt uns auch. Saturn ist auch im Schütze und zeigt, wie wichtig das ist, ein gewisser Rückzug oder wie wichtig das ist, etwas untersuchen, die Ursache erkennen, in die Tiefe schauen, die Zusammenhänge erkennen. Jupiter ist auch im Schütze. Jupiter zeigt eine gewisse optimistische Haltung und auch Chancen, Möglichkeiten und auch Glück. Jupiter vermehrt auch etwas. Und weil hier im 12. Haus um die Tiefe geht, die tiefe Geheimnisse, die tiefe Zusammenhänge erkennen und Jupiter vergrößert in die Richtung etwas. Also das heißt, es dehnt sich nicht aus, sondern lässt zu, dass du hier im Verborgenen einiges zum Entdecken hast. Das sind auch karmische Themen oder religiöse Themen oder spirituelle Themen, aber auch etwas untersuchen. Dieser Lebensbereich zeigt auch die Ursache, die Erkrankungen. Mars setzt etwas in Bewegung, das ist die Kraft. Mit Mars-Energie können wir uns durchsetzen im Leben. Mars bedeutet aber auch der Mann, also eine männliche Person, und Mars ist hier im Stier. Das kann natürlich um Kinder gehen und das ist männlich, dass da Verbindung da ist, oder wie dein Kind geboren ist auch möglich. Aber bedeutet auch eine männliche Person, wo diese Lebensfreude erlebst. Venus ist die Liebesplanet, zeigt dich als Frau, aber bei dieser Bewegung, was man als Transit nennt, bei dieser Bewegung kann auch eine Venus Einfluss auslösen, Kontakt zu anderen Frauen oder deine Kreativität. Venus ist im Wassermann. Und das kann bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Das kann auch bedeuten, dass du sehr kreativ bist und kommt Geld rein. Kann auch bedeuten, dass eine Frau versucht, Geld aus der Tasche zu ziehen. Das habe ich bei Neptun Einfluss erklärt. Merkur handelt. Ist auch der Planet, die Kaufleute. Bei Merkur Einfluss haben wir aber oft Terminen oder zeigt Verträgen. Merkur bedeutet auch Nachricht, Kommunikation, Schulungen, Informationen. Merkur ist im Wassermann. Das kann bedeuten, dass du ein Buch kaufst oder besuchst ein Seminar und das kostet etwas, kann auch bedeuten, dass du einen Vertrag unterschreibst und das hat mit Finanzen was zu tun. Sonne befindet sich in Fischen, das ist die Monatsthema und das sind Verwandte, Nachbarn, Informationen, Schulungen, Bildung, Austausch, Medien. 25. April wird Pluto rückläufig. Hier, zieh dich zurück, sei nachdenklich. Hier sind auch die geheimen Feinde, das auch mal vielleicht untersuchen soll. Und mit dieser Rückläufigkeit, hier bedeutet Rückzug, aber auch Vergangenheit. Noch etwas überprüfen, was in Vergangenheit passierte. Natürlich kann diese Rückläufigkeit auch karmischen Themen hervorrufen. 30. April ist Saturn rückläufig. Und Saturn hat auch mit unserem Schicksal was zu tun, auch mit unserem Karma was zu tun. 26. April ist Halbmond im Steinbock.
Halbmond bedeutet, dass Sonne und Mond in einer Spannung ist. Und diesem Halbmondtag hier im Steinbock, und das trifft dich persönlich, entsteht auch diese Spannung, was spürbar ist. Und das bedeutet für dich persönlich Nervosität oder Unsicherheit, manchmal sogar Ängste. Mai 2019, Rahu und Ketu muss ich noch einordnen. Ketu, das ist die absteigende Mondknoten, dieser Drachenkörper, was karmischen Themen aktiviert. Und das hat mit Vergangenheit was zu tun. Ketu ist im Schütze ganzes Jahr und 2020 auch. 2 Jahre lang ist hier im Schütze aktiviert, karmische Themen. Und die 12. Lebensbereich hat auch eine karmische Bedeutung. Die aufsteigende Mondknoten, und das ist die Drachenkopf, das, was wir brauchen, das zum Kennenlernen, das, was fehlt momentan. In diese Richtung sollen wir uns bewegen, weil da haben wir Aufgabe. Rahu befindet sich in den Zwillingen. Ganzes Jahr und 2020 auch. Mai 2019, Mars bleibt im Stier, Jupiter ist rückläufig und kehrt wieder zurück zum Skorpion und aktiviert Themen wie Freundschaften oder deine Wünsche und bringt auch Glück. Jupiter bringt immer Glück und vermehrt auch. Das kann auch bedeuten, dass du neue Menschen begegnest, kennenlernst, dass dein Freundeskreis erweitert sich in dieser Zeit, wo Jupiter hier wirkt. Merkur und Venus ist im Fischen. Das kann Schulung bedeuten oder Kontakt mit einer weiblichen Person von Verwandten, Bekannten. Sonne ist im Widder und das ist die Monatsthema, entweder deine Wohnsituation oder dass du gründest etwas oder dass du brauchst jetzt die Sicherheit, Stabilität, eine Basis, ein Fundament in dein Leben oder schlicht einfach, dass du einfach zurückziehst und kümmerst um dein Zuhause. 4. Mai ist Neumond im Widder und es ist hier. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. 12. Mai ist Halbmond im Krebs. Das ist hier. Halbmond ist Spannung, Unsicherheit, Nervosität und das erlebst in Partnerschaft. 18. Mai ist Vollmond im Waage, das ist hier oben. Vollmond beleuchtet diesen Lebensbereich, macht etwas sichtbar und da bekommst du Anerkennung oder hast du berufliche Ziele. 26. Mai ist Halbmond im Steinbock, das trifft dich persönlich, Unsicherheit, Spannung. Juni 2019, Venus ist im Widder und das löst aus, dass du etwas verschönerst zu Hause. Oder bist du kreativ und arbeitest von zu Hause aus. Sonne und Merkur ist im Stier.
Thema sind Kinder, Lebensfreude, Kreativität ist auch die Monatsthema. Und Mars ist in Zwillinge und das bedeutet, du musst dich durchsetzen, im Arbeit behaupten, aber kann auch bedeuten, dass du eine Begegnung hast mit einer männlichen Person im Bereich Arbeit, das kann auch sein Arbeit sein, oder im Gesundheitswesen. Juni passiert Folgendes. Ketu zeigt alte karmische Themen. Saturn ist der Planet, der das Karma hütet. Also hat mit unserem Schicksal oder mit unserem Karma was zu tun. Und die Saturn-Bewegung ist gerade rückläufig. Und diese Rückläufigkeit aktiviert Vergangenheit. Pluto, hier auch rückläufig, aktiviert auch Vergangenheit. Sie bilden sich eine sogenannte Konjunktion und das heißt, sie treffen sich und wirken zusammen. Sie können getrennt gar nicht wirken, weil das vermischt sich hier die Energie. Und das sind Vergangenheit, alte karmische Themen, aufräumen, loslassen und in Kraft bleiben, etwas in Form zu bringen, damit Sicherheit, Stabilität kommt. Und das passiert hier. Und bei dir bedeutet das wirklich Rückzug, Nachdenklichkeit, etwas nochmal überprüfen. 3. Juni ist Neumond im Stier. Das passiert hier im 5. Lebensbereich. Neumond bedeutet Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Die Themen sind hier, was die 5. Haus aussagt. 10. Juni ist Halbmond im Löwe. Spannung, Unsicherheit und das ist hier. Thema ist entweder die Intimität, da gibt es eine gewisse Spannung oder Unsicherheit. Oder Thema ist, sollte man etwas verabschieden, loslassen, aber man neigt dazu, in diesem Tag doch etwas festzuhalten. Oder ämtlichen Themen würde ich auch in diesem Tag keinen Termin empfehlen. 17. Juni ist Vollmond in Skorpion, da beleuchtet etwas. Thema sind die Hoffnungen, Wünsche, Freundschaften. 25. Juni ist Halbmond im Fischen, Spannung mit Verwandten, Nachbarn oder im Internet oder in einer Ausbildung oder Vorträgen. Juli 2019. Sonne und Venus ist in Zwillingen. Monatsthema ist Arbeit, Gesundheit. Die Venus-Energie zeigt die Kreativität oder Kontakt zum anderen Frau, bedeutet Venus aber oft Glück. Mars und Merkur ist im Krebs, aktiviert Thema Partnerschaft. Mars ist ein Mann, Merkur ist die Kontakt oder Nachricht oder Gespräche. Eine Rückläufigkeit bedeutet, dass etwas gebremst ist, geht es nichts voran, mindestens so empfinden wir das oft, hat aber auch einen Sinn, weil das sollen wir etwas überprüfen oder noch nachdenklich sein oder einfach mal langsam tun. Rückläufigkeit zeigt auch oft karmische Themen oder Vergangenheit. 8. Juli wird Merkur rückläufig. Das kann bedeuten, dass die Gespräche sind so zäh, aber auch, dass das jemand meldet sich von Vergangenheit. 2. Juli ist Neumond in Zwillingen. Rückzug, Nachdenklichkeit, Thema ist Arbeit, Gesundheit. 9. Juli ist Halbmond im Jungfrau, das ist eine gewisse Spannung im Ausland, im Reisen oder bei der spirituellen Richtung, wo man anfängt zum Zweifeln, ist das für mich ja oder vielleicht doch nicht. 16. Juli ist Vollmond,
gleichzeitig Mondfinsternis hier im Schütze. Finsternissen haben immer mit karmischen Themen, weil das findet immer im Mondknoten statt. 25. Juli ist Halbmond im Fischen und das ist hier die Spannung mit Verwandten oder Nachbarn oder in eine kleine Reise oder bei Schulungen. August. Sonne, Mars und Venus ist im Krebs. Monatsthema ist Liebe, Partnerschaft. Das sind auch die beiden Liebesplanet, Mars und Venus. Das sind die Liebespaare, also das wird ein wichtiges Thema sein, Partnerschaft. Und Merkur ist in Zwillingen. Das löst aus, dass du Gespräche hast über die Arbeit oder Terminen, was die Arbeit betrifft. Natürlich kann auch Arzttermin auch sein oder Arbeitsvertrag ist auch möglich. 1. August ist Neumond im Krebs. Das ist Rückzug, Nachdenklichkeit. Kann auch bedeuten, dass du in diesem Tag genießt die Zeit mit deinem Partner und seid ihr beide im Rückzug. 7. August ist Halbmond im Waage. Das passiert hier. In diesem Tag hast du das Gefühl, du bekommst zu wenig Anerkennung oder du bist übersehen. 15. August ist Vollmond im Steinbock. Beleuchtet deine Persönlichkeit. In diesem Tag bist du auch wahrgenommen. 23. August ist Halbmond im Widder und Halbmond ist Spannung, Nervosität. Das kann sein, dass du das so empfindest in deiner Umgebung und ziehst du dich zurück und bleibst lieber zu Hause. Kann auch bedeuten Spannung zu Hause oder eine kleine Reparatur. 30. August ist Neumond im Löwe. Rückzug, Nachdenklichkeit. In diesem 30. August wird dieser Neumond von Regulus bestrahlt und Regulus ist dieser königliche Stern, der Herz der Löwen und das sind Herzensangelegenheiten und da die Nachdenklichkeit, was kannst du verwirklichen? Das sind die Erneuerungsprozesse und das führt zu Veränderungen im Leben. September, Sonne, Mars, Venus, Merkur, alles ist im Löwe. Ein wichtiges Thema ist die Ämter, die Finanzen kümmern, Terminen wahrnehmen, auch die Erneuerungsprozesse, überlegen, wovon sollst du verabschieden, was sollst du befestigen, trennen, befestigen, trennen, befestigen. Und es handelt sich oft um unsere Gefühle, von negativen Gefühlen verabschieden, diese positiven Gefühle leben. Sechster September ist Halbmond in Skorpion, eine gewisse Spannung im Freundeskreis oder dass du Wünsche hast und fangst an daran zu zweifeln. 14. September ist Vollmond im Wassermann, beleuchtet die Werte, Besitz und Finanzen. 22. September ist Halbmond im Stier. Spannung mit Kindern oder man möchte etwas genießen, diese Lebensfreude oder Kreativität und dann kommen Einschränkungen. 28. September ist Neumond im Löwe, Nachdenklichkeit über Themen, was die achten Lebensbereich vermittelt. Oktober,
Sonne, Mars und Venus ist im Jungfrau. Monatsthema ist Reisen, Spiritualität oder Bildung, weil hier Mars und Venus, dieser Liebespaar, Mars und Venus ist ein Liebespaar, natürlich kann bedeuten Liebe im Ausland oder Reise mit deinem Partner oder dass er aus Ausland kommt oder ihr kennenlernt euch im Urlaub, kann auch bedeuten. Merkur ist im Waage und das bedeutet Gesprächen, Terminen. Entweder du vermittelst etwas und das wird wahrgenommen oder hast du wichtigen Terminen bezüglich auf deinen Beruf. 5. Oktober ist Halbmond im Schütze. Spannung, Nervosität, dann zieh dich zurück. 13. Oktober ist Vollmond im Fischen, beläutet Thema Kontakt zu Verwandten, Nachbarn oder Bildung, Austausch von Informationen, Medien. 21. Oktober ist Halbmond im Zwillingen, Spannung in die Arbeit. 28. Oktober ist Neumond im Jungfrau. Nachdenklichkeit, wohin geht die Reise? November 2019. Mars bleibt im Jungfrau. Das kann bedeuten, dass du da Kraft zeigst oder lenkst die Aufmerksamkeit auf eine Reise und setzt etwas in Bewegung, aber kann auch eine männliche Person sein, wo hier dich besucht von Ausland oder kennenlernst auf eine Reise. Sonne ist im Waage, Monatsthema ist deine Ziele, deine Berufung, dass du Anerkennung bekommst, dass du im Mittelpunkt bist. Und Merkur, Venus ist im Skorpion. Das kann eine Freundin sein und da hast du die Nachricht, die Gespräche. Zwischen 1. und 20. November wird Merkur rückläufig, das heißt, die Gespräche laufen nicht rund, bekommst keinen Termin, ein Vertrag verspätet sich, aber bedeutet auch überprüfen alles, was man sagt oder ob man diesen Vertrag unterschreiben soll, ob die Termin, ob das überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, das bremst etwas, hat aber einen Sinn. Diese Rückläufigkeit vom Merkur bedeutet oft, dass jemand meldet sich von Vergangenheit oder man spricht über Themen, was mit der Vergangenheit zusammenhängt. 28. November wird Neptun direktläufig und bewegt sich einiges in deinen Finanzen. Und du kannst deine Träume verwirklichen, vorausgesetzt ist, du glaubst daran. Dann verbessert sich hier die Finanzen. 4. November ist Halbmond im Steinbock, unsicheres Auftreten oder Nervosität oder jemand nervt dich. 12. November ist Vollmond im Widder, beläutet Thema Zuhause. 19. November ist Halbmond im Krebs, Spannung in Partnerschaft. 26. November ist Neumond im Waage, Nachdenklichkeit, wie erreichst du deine Ziele, was sind überhaupt deine Ziele, wo liegt deine Berufung. Dezember. Mars und Merkur ist im Waage und das kann bedeuten, dass du deine Ziele erreichen willst und Mars gibt dir die Kraft, dich zu behaupten und das sprichst du auch an
handelt sich auch um Kommunikation oder Terminen, das ist dann die Merkur-Energie. Kann auch bedeuten, dass du Gespräche hast mit einer männlichen Person und das hat mit deiner Berufung was zu tun. Oder bekommst du Kompliment von diesem Mann, weil er spricht sehr respektvoll mit dir. Sonne befindet sich in Skorpion. Monatsthema sind Freundschaften und deine Hoffnungen und Wünsche. Und Jupiter und Venus ist im Schütze. Jupiter bleibt ganzes Jahr hier im Schütze, Venus nicht so lang. Jupiter ist die Weisheit und hier hast du die Erkenntnisse und du suchst es auch, die tiefen Geheimnisse des Lebens. Hier die Venus-Energie im 12. Lebensbereich bedeutet entweder eine geheime Liebe oder jemand erzählt ihren Liebesgeheimnisse. Kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast und dann sollst du eher schweigen. Venus hier im 12. Lebensbereich kann auch bedeuten, dass du eine geheime Feinde hast und das ist eine Frau. 4. Dezember ist Halbmond im Wassermann. Spannung hier im Bereich Werte und Finanzen in diesem Tag. Nichts investieren oder einkaufen, auch nichts unterschreiben, was mit Geld was zu tun hat. 12. Dezember ist Vollmond im Stier. Wichtiges Thema ist Kinder, Kreativität, Lebensfreude. 19. Dezember ist Halbmond im Löwe. Das ist wieder die Neigung, etwas festhalten zu wollen. Und Thema Ämter, kein Termin ausmachen in diesem Tag. Das ist Spannung. 26. Dezember ist Neumond im Schütze. Rückzug, Nachdenklichkeit, Meditation. Januar 2020. Mars ist in Skorpion. Das kann bedeuten, dass du dich durchsetzt bei Freundeskreis, Bekanntenkreis. Kann auch bedeuten, dass du im Freundeskreis eine Begegnung hast mit einer männlichen Person. Sonne und Merkur ist im Schütze. Monatsthema sind die tiefen Geheimnisse. Bei Merkur-Energie handelt es sich um Gespräche, entweder geheime Gespräche, aber die Sonne zeigt die Wahrheit, du erkennst etwas. Kann auch bedeuten, dass du geheime Feinde hast und sie reden über dich, aber du wirst das erfahren, weil die Sonne ist dieses Licht, die Erkenntnis. Kann auch bedeuten, dass du deine Geheimnisse hast und hast du vielleicht die Bedürfnis, jemandem das erzählen, aber dann achte darauf, dass die Wahrscheinlichkeit, dass das ins Licht kommt und weiter erzählt wird, diese Wahrscheinlichkeit ist sehr groß. Venus ist im Steinbock und das zeigt dich als Frau und so bist du auch wahrgenommen. Mit diesem Venus-Einfluss sind deine Bedürfnisse nach Harmonie, aber auch nach Schönheit. Und in dieser Zeit ändert sich etwas in dein Aussehen, neue Kleider oder anderen Haarschnitt. Februar 2020. Mars bleibt im Skorpion, Sonne ist im Steinbock, Monatsthema ist deine Selbstdarstellung, deine Persönlichkeit und Merkur, Venus ist im Wassermann,
Das handelt sich um deine Werte als Frau, das ist die Venus-Energie, oder um Finanzen. Und das kann auch bedeuten, dass du Geld ausgibst für schöne Dinge. Kann auch bedeuten, dass Geld reinkommt durch deine Kreativität. Bei Merkur handelt es sich um Gespräche, um Verträge, Handlungen und aktiviert den Bereich Finanzen. März 2020. Jupiter und die Mondknoten bleibt im Schütze, aber Pluto, Saturn übergeht im Steinbock und sie bleiben ziemlich lang im Steinbock, Saturn etwa 2 Jahre lang, Pluto noch viel länger und das hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Bei Pluto-Energie deine inneren Kraft bleiben und von vielen Dingen verabschieden, was dich persönlich auch stört oder von Gefühlen wie Angst loslassen. Und Saturn bedeutet, bring das in Form deiner Persönlichkeit, zeig es auch, was du kannst und verwirkliche dich. Sonne und Merkur ist im Wassermann. Wichtiger Thema ist die Finanzen und da sind Verträge oder Gespräche diesbezüglich. Venus ist im Widder und das heißt zu Hause etwas verschönern und Mars ist im Schütze. Mars bedeutet die Kraft, was alles in Bewegung setzt. Und in dieser Zeit ist wichtig, dass du zurückziehst, zur Ruhe kommst, weil in Ruhe liegt die Kraft. Kann auch bedeuten, dass eine männliche Person erzählt seine Geheimnisse. Oder ist es alles so geheimnisvoll und hat mit diesem Mann etwas zu tun oder löst karmische Themen aus. Kann auch bedeuten, dass du erkennst, dass du auch geheime Feinde hast und mit dieser Marskraft setzt dich aber durch. Liebe Niara, so könnte ich dein Jahreshoroskop erklären. Ich bedanke mich für dein Anvertrauen, auch für diesen Auftrag. Ich wünsche dir alles Gute, alles Liebe von Dendera.